Tschechische Problemfußballfans führten heute Nachmittag zu einem Polizeieinsatz an der Autobahnausfahrt Hagen Süd. Nachdem die stark alkoholisierten Fans auf dem Rastplatz Drögenpütt zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid Sachbeschädigungen begangen haben, wurde der Bus aus Pilsen von der Autobahnpolizei aufgebracht und in Hagen Süd von der Autobahn gezogen. Bei der Durchsuchung wurde eine Sprühdose und eine kleine Menge Marihuana gefunden. Ja, wir hatten heute auf der Autobahn 45 einen Bus mit tschechischen Problemfans, die auf dem Weg nach Gelsenkirchen zum Spiel heute Abend sind. Bei einer Rast auf dem Rastplatz wurden Sachbeschädigungen begangen, ist von Zeugen gemeldet worden. Die Autobahnpolizei hat den Reisebus aufgenommen und den Hagen Süd von der Autobahn gezogen, sodass die Hagener Kräfte dann demzufolge hiermit aktiv wurden. Insgesamt ca. 30 Beamte bei ungefähr 40 teilweise stark alkoholisierten tschechischen Problemfans. Nach Abklärung, wer jetzt letztendlich Täter war, Personalienfeststellung, dass Strafanzeige erstattet werden kann, haben wir jetzt Kontakt mit Gelsenkirchen aufgenommen. Der Bus wird jetzt begleitet über die 45 und von Gelsenkirchen an Kollegen dann übernommen, die dann in eigener Zuständigkeit entscheiden müssen, ob sie die Fans dann tatsächlich noch ins Stadion lassen. Der Bus ist vorhin vorgefahren, die haben ja Rast gemacht hier. Ich nehme mal tschechische Fans. Und die haben ja ein bisschen randaliert, also haben wir mit den Steinen da gespielt und was in der Toilette drin war, weiß ich nicht. Naja, die waren ja nur 15 Minuten oder 20 Minuten, jetzt sind sie angefahren. Zwar konnte Straßen NRW die Schmierereien schnell entfernen, doch die Toiletten mussten zum Ärger der Autofahrer geschlossen werden. Da wurde die neue Toilettenanlage von den pausierenden Fahrern kurzerhand zum Sichtschutz umfunktioniert. Die Polizei wollte die alkoholisierten Fans nicht alleine nach Gelsenkirchen fahren lassen und hat den Bus bis zum Stadion begleitet. Aber auch hier war nicht klar, ob die alkoholisierten Fans Einlass erhalten.